Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apothekenweiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen JZ Garage und CBC Castella Baukonzept. Are you ready? Showtime. More bang for your buck. Thank you.
Ja, Fight Arena 2 in der Kolbischen Medaille bei mir, Davis Eckstein. Davis, dein erster MMA-Kampf am heutigen Abend, wie fühlst du dich danach? Also ich fühle mich nicht so kaputt, wie ich dachte, muss ich sagen. Bin noch in ganz guter Form eigentlich. Okay, im Gesicht sieht es jetzt nicht so schön mehr aus, aber körperlich noch ganz in Ordnung soweit. Ja, war cool. Wie nervös warst du vor dem Fight, heute das erste Mal ein großes Publikum hier anzutreten? Ich denke, aufgrund vom Kampf jetzt nicht so nervös, sondern eher, wie gesagt, das Publikum, die 4000 Zuschauer. Die waren das Problem für mich, also ich würde mal sagen, ziemlich nervös, ja, schon. Ja, aber gewonnen, also unterm Strich alles gut gegangen. Wie geht's weiter mit dir? Wir wurden eingeladen vom gegnerischen Trainer zur Mixed Fight Gala, wenn wir da kämpfen möchten, in Frankfurt. Das wäre im Dezember dann. Ist auch eine der größten Veranstaltungen, Kampfsportveranstaltungen weltweit. Und ja, da sind wir dann dabei auf jeden Fall und mal schauen, was auf uns zukommt. Jetzt MMA ist ja eine von den härteren Sportarten hier, also selbst im Kampfsport irgendwie. Bleibst du dabei oder wechselst du irgendwann wieder zu irgendwas zurück? Nee, ich möchte schon im MMA bleiben. Die Vielseitigkeit, die gefällt mir. Und klar, ich würde auf jeden Fall gerne ein paar Thai- oder K1-Kämpfe bestreiten. Aber MMA ist schon so das, wo ich bleiben möchte. Alles klar, wünsche dir viel Glück und bis nächstes Mal. Dankeschön.
Are you ready? Showtime. More bang for your buck.